Und damit hallo und herzlich willkommen zur Forza Horizon 3 Demo. Ich freue mich auf die Demo. Einstellen. No. Untertitel an, damit ich es auch lesen kann. Ja, Demo für alle Xbox One Gold Mitglieder. Kostenlos. Und weil ich dieses Spiel schon auf der Gamescom angespielt habe. Und der zweite Teil der Reihe. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Platz meiner Lieblingsspiele war. Habe ich mir gedacht, ich hole mir die Demo für 18 GB. Hat eine Zeit lang gedauert, aber jetzt läuft's ja. Und hoffen mal, dass da auch was Gescheites bei rumkommt. So. Katzin, keine Ahnung. Oh, ja, Katzin. Schätzklappe. Hi, ich bin's Kira. Der neue Boss ist schon vor Ort. Wir müssen jetzt los. Ich melde mich wieder, wenn wir da sind. Gut, Leute. Tag 1 vom Horizon Australia. Diese Autos müssen zum Festivalgelände in Byron Bay. Hergehört Australien, hier Scott live auf Horizon Radio. Wir sind um die halbe Welt gereist. Ich kann's kaum fassen, dass wir jetzt endlich da sind. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, sehe ich Strände, das glaubt ihr gar nicht. Hier ist alles flach und die breiten Landstraßen warten nur darauf, dass man da auf derbe abcruist. Die nennen das hier Down Under, aber wie man bei so viel Sonne und Strand je down sein könnte, ist mir ein Rätsel. Hier gibt es schnelle Karren. Sommer pur, Hammerrennen, heiße Tage, noch heißere Nächte. Verbranntes Gummi, wilde Partys und... echt seltsame Viecher. Ernsthaft, Leute, das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Also, auf die Tube getreten. Willkommen in Australien, wo dieses Jahr das größte, beste, durchgedrehteste Horizon Festival aller Zeiten stattfinden wird. Forza Horizon 3. Ich freue mich. Das kenne ich irgendwo, ja. Oh ja, das hat man auf der Gamescom anspielen können. So, hoffe mal, dass ich mich gut schlage. Okay, Bremsen braucht man jetzt halt noch nicht. Ach du Scheiße. Das lief auf der Gamescom besser. Scheiße. Gut, der Verkehr war nicht da. Kann ich euch schon sagen, der war nicht da. Da muss ich wirklich noch ein bisschen an der Steuerung feilen. Wasser. Schauen wir mal. Auf der Gamescom habe ich das deutlich besser gemacht. Und da kannte ich die Strecke noch nicht. Was soll man das sagen? Komm, komm, komm. Jetzt kommt die zweite Passage. Hey, Papa, Gelände. Ich habe hier 800 Pferdchen und keine Angst, sie einzusetzen. Bremsenüberholung, Warren. Ich hab dir das Ding. Ich merke gerade Radio. Tut mir leid, das kann ich nicht anmachen. Das tut mir sehr leid. Bremsenüberholung dagelassen. Ach du Scheiße. Oh, hey Kira, was meinst du? Irgendwas mit Bremsen? Wir fahren über die Great Ocean Road nach Byron. Versprich mir, dass du keine Dummheiten machst. Komm. Au.
Das habe ich ja schon auf der Gamescom gefeiert, diese Höhlen. Was, gibt's schon eine Weltkarte? Kann ich, nee, schade. Kann ich mir noch nicht anschauen. Schade, schade. Wunderschön. Also ich kann noch ein bisschen umschauen. Sagen, was man will, das sieht schon schön aus. Also Australien ist gut gelungen. Sieht schön aus. Schauen wir mal, wie lange die Demo geht. Ich habe keine Ahnung. Oh. Klingt schon geil, muss man sagen. Voll blöd, dass ich keine Radiomusik machen kann. Oh, eine CDs. Die Presse fragt nach einem Fotoboss. Wärst du so frei? What the fuck? Ja. Gut. Und wie soll ich dich nennen? Es gibt sogar meinen Namen. Super. Dann also Markus? Ja. Wurde sogar richtig geschrieben. Hallo Markus. Was hältst du von der Location? Noch macht es nicht Alter. Mehr, aber diesen Sommer wirst du hier alles in das größte Gut, das wird mir ganz schön auf den Sack gehen. Ein großartiges Team sorgt dafür, dass auf dem Festival alles rund läuft. Aber alles andere liegt an dir. Du entscheidest über Rennen, Musik und Fahrer. Das ist dein Festival. Ich weiß, du bist gerade erst angekommen, aber die erste Veranstaltung beginnt in wenigen Minuten und du hast einen Logenplatz. Logenplatz. Interessant. Logenplatz. Von der Kelly. Das war das zweite, was man auf der Gamescom anspielen konnte und damit auch das letzte. Fangen wir mit etwas Einfachem an. So kannst du dich etwas locker machen. Also. Bei Gamescom konnte man halt hingehen. Ich sagte einfach nicht langweilig. Musste man warten, ich musste eine Stunde warten. Und dann konnte man die Passage von gerade eben spielen und einmal dieses Rennen gegen den Helikopter. Aber die Cutscenes waren noch nicht da. So, hopp, 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 hopp. Ja, gut, das läuft nicht ganz so gut. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ja gut, Nein, immer noch nicht. Ja genau. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ups, das war jetzt einmal zu weit. Ja, das finde ich ganz gut, dass es sowas gibt. Zurückspulen. Ah. Ganz praktisch. So, Asphalt. Und ihr seid am Strand. Gut, das Zurückspulen habe ich jetzt aus der Gamescom nicht gebraucht. Das ist eine deutliche Minderung. Aber muss sagen, ich habe seit der Gamescom, was schon wieder einen halben Monat her ist, ein Monat her ist, kein Horizon mehr gespielt, und bevor ich zu Gamescom gefahren bin, hatte ich noch Gelegenheit, das Horizon 2 zu spielen. Oh. Ach, haben die halt ein paar Dellen drin. Tut ja nicht weh.
Ich sehe nichts. Hilfe. Boah, ich brauche mal dringend neues Headset. Ich soll also nur Mikrofon, weil... Oh, ich hab ja ein Mikro! Kopfhörer. Fuck! Also, ich brauch kein Headset, sondern nur Kopfhörer. Denn Mikrofon hab ich schon. So, jetzt halt ist richtig. So, und jetzt läuft es hier auch, aber das hätte ich jetzt nicht sagen wollen. Denn das heißt, bei der nächsten Kurve verkacke ich. Nee, die ging. Und da ist hier der Sprung. Auch sehr schön, dass er fliegt mit dem Helikopter und nicht angeschnallt ist, sodass er dann noch aufstehen kann in dem Jeep. Was man jetzt vielleicht nicht ganz so gut gesehen hat. Überdreht. Ach du Scheiße. Da habe ich überdreht. Das hätte jetzt mal überhaupt nicht gut ausgesehen. Okay, Warren. Oh. Der Pilot gibt grünes Licht. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, da ist die Ziellinie. Löst den Wagen. Ja, löst den Wagen. Ich überhole und gewonnen! Yeah! Woo! Erster Platz. So sieht es aus. Ein phänomenaler Partyauftakt. Wenn du weiter das ist neu. Neue Fans gewinnst, müssen wir uns Gedanken um eine Festivalerweiterung machen. Das ist neu, denn im zweiten Teil gab es nur Geld, diese Credits, glaube ich, hießen die Dinger, und Erfahrung. Fans gab es nicht. Okay, es ist aber auch neu, dass man jetzt halt der Veranstalter ist. Weil im letzten Teil war es, keine Ahnung, wie er heißt. Was? Das war unglaublich. Auch kann man schon kaufen. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir für Horizon Australia geplant haben. Also, was Early meinst du? Access. Da muss ich kurz mal reinschauen. Wie viel? 100 Euro. Nein. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ah, das sieht... Horizon. Ja, Demo. Weiterfahren. Gut, haben wir das geklärt, 100 Euro? Nein. Da warte ich lieber noch 4 weitere Tage. Was für ein Rennen. Gar nicht übel, Boss. Ich bin Warren, der Schrauber vom Dienst. Du hast zwar ein Festival zu leiten und Rennen zu gewinnen, aber die Garage ist mein Reich. Mit Autoproblemen jeder Art kommst du besser zu mir. Ach, und eins noch. Kiro empfiehlt den Centenario für diese Fahrt. Lamborghini. Wir laden jetzt einige wirklich bekannte und hochkarätige Fahrer zum Festival ein. Viele von ihnen träumen davon, mal in der Startaufstellung neben dir zu stehen. Das sollen sie haben. Auf einen der Fahrer habe ich bereits ein Auge geworfen. Finde ihn und schlage ihn in einem Rennen. Dann bringen wir seinen Driver-Tab zum Festival. Okay. Tun wir das mal. Wie eine wunderschöne Lamborghini. Hallo Markus. Es wurde eine Route Ach, zu dem Scheiße. Gebiet berechnet, in dem sich der Hilfe. Fahrer aufhält. Anna? Muss mir das sagen? Ach du Scheiße, das ist kein Geländefahrzeug, was ich hier habe. Ich höre was im Hintergrund. Ach verdammt! Radio Lautstärke 1. Okay, ja gut. Kann man nichts machen. Okay, die Soundeffekte sind sowieso laut genug. Das habe ich immer geliebt. Aber auch teilweise gehasst. Boah, das heißt ja, dass man dadurch die Fähigkeitsketten aufrechterhalten kann. Damit man zurückspulen kann. Oh, ups. War ich nicht.
Nein, war ich nicht. Komm. Okay, dann such mal den mal. Ach du Scheiße. Ups, Entschuldigung. Also ich muss ja jetzt mal sagen, das erinnert mich gerade ein bisschen an Fallout. Der Ort. Oh, haben wir ihn jetzt? Da ist er. Da ist er ja. Fordere ihn zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen heraus. Komm. Ja, will ich. Ferrari. Wohin? Ach du Scheiße. Kein Kreisverkehr. Licht ausbremsen! Ach so, das stimmt ja, ist ja Australien, also Linksverkehr. Ja, lass mich durch. Also muss ich mal sagen, schön sieht schon aus im Hintergrund. Muss man ja mal zugeben. Oh. Der ist direkt hinter uns. Ach du Scheiße. Ja, stupf mich an. Komm, um die Kurve und zieh. Gut gemacht. Jetzt füge ihm deine Aufstellung hinzu. Je erfolgreicher die Fahrer sind, die du deiner Aufstellung hinzufügst, desto mehr Fans locken wir zum Festival. Ich gebe Bescheid, sobald wir einen neuen Kandidaten entdecken. Ach du Scheiße, ich merke gerade, dass meine Kopfhörer viel zu laut eingestellt ist und man das die ganze Zeit im Audio hört. In 400 Metern links halten. Und zwar zeitversetzt, das ist das Problem, weil ich höre es ja gute 2 Sekunden gerade verschoben. Ups. Ja, ich habe gerade nur eine Hand frei. Ups. Das ist ein Ferrari. Lamborghini. Nur kein Geländefahrzeug. Ah, Junge. So, jetzt hat's. Komm schon durchs Nass. Ach, da merkt man, es ist kein Geländefahrzeug. Ich muss mal gerade schauen, wie kann ich Perspektive wechseln. Nein, so nicht. So, nein. So, nein. Das ist perfekt. Ups, nein, das ist die Karte. Ah, Karte! Okay. Es ist... Gegensatz zum letzten Mal ungefähr ein Tick größer, glaube ich. Ja. Guten Tag. Alter, wie ich hier drifte. Ich feiere das. So gut, was jetzt hat? Oh, jetzt zoomen wir unser Auto aus. Was soll der auf M4 Coupé? Kannst, musst du rennfertig werden. Dafür brauchst du ein Auto. Shelby GT 350R oder Limited Edition Gen F GTS. Malo. Ja, also ich bin natürlich ein Bayer und das heißt, ich brauche natürlich ein M4. Ich wusste, dass es der war. Deine Augen haben beim Ansehen so gefunkelt. Das ist absolut korrekt. Ja, ich hätte gerne den. Schön. Was jetzt hat? Ah, Kennzeichen. Wie viel? So, 8. Stell deinen Charakter in 8 oder weniger Zeichen zur Schau.
tut mir leid, aber ich habe gerade wieder einen. Oh, das ist schon ein E. Ein E. N. Genau so. Was willst du jetzt schon wieder? Könntest du in meiner Meinung kommen? Was willst du sagen? Ich hasse ihn. Dieses Horizon Festival wird echt so, groß, größer als alle davor. Deshalb müssen wir unser Festivalgelände erweitern. Aber dazu brauchen wir Fans. Und um die wiederum anzulocken, musst du da draußen Rennen fahren und PR-Stunts abziehen. Unsere Festival-Scouts haben ordentlich geschuftet, um Sonderziele mit diesen Markern zu versehen. Berechne eine Route zu einem der Marker. Mal sehen, was wir dort finden können. Ja, suchen wir uns erstmal die aus. Ui, M4 ist natürlich jetzt auch nicht gerade der Geländewagen des Herrn. Ich könnte ein paar ziemlich große Labels und Künstler an Land ziehen, aber du entscheidest, Boss. Was willst du hören? Ich will Hospital hören. Hospital ist mein absoluter Lieblingssender. Oh Mann, okay. Nimm mal das da. Okay, Blockparty. Und das ich regle den Vertrag. Wie geht's weiter? Ja, das haben wir auch noch. Deal. Ich regle das Vertragliche mit Horizon Pals. Das wird ganz relaxed. Aua, 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 aua. Das ist natürlich... Ja. Komm. Es merkt aber auch nicht, wenn es genug ist. So. Ein ausgesprochen nettes Fleckchen für eine Rennstrecke. Um zu starten, fährst du einfach bis zum Marker. Die Leute wollen dich Fanrennen. Also Great Ocean Road. Einzelnen Fanrennen los. Das ist keine Gegner. Ich wollte schon sagen. Was haben wir denn alles? Das will ich mir mal anschauen. So, gibt's auch immer die Startaufstellung. Genau, Startaufstellung. Was haben wir denn hier? Wir haben Tesla, Lexus, Volvo, Jaguar, Mercedes. Drei M4s. Okay, starten wir einfach mal. Was ist das für ein Start? Okay, das ist cool. Kann ich den irgendwie ausschalten? Ah, genau, Radio aus, das wollte ich. Hätte ich sogar Radio anlassen können. So, die typische Hangelei. Mit unserem schnellen M4. Die Farbe gefällt mir nur nicht so gut. Weil die Farbe an mich an etwas erinnert. Mir fehlt aber das Geräusch, wenn man einen Checkpoint hat. Es war irgendwie bei Horizon 2 besser. Ja. Müssen mal überholen. Ja. Und nicht gegen die Wand preschen, so wie jetzt halt. So. Aber. Oh. Eine Sekunde, das klingelt Telefon. Tut mir leid. Oh, nee, nicht. So, tut mir leid. Wir starten einfach weiter mit dem Rennen. So. Wir auf dem ersten Platz, wie es gehört. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich hierzu ein Let's Play mache. Denn ohne Musik ist es ganz schön langweilig. Und ich kann jetzt nicht einfach... irgendwelche unpassenden Musikstücke wie Evoland 2 nutzen oder so. Oder
Taste, die es geht auch nicht. Funktioniert nicht. Du Scheiße. Aua, aua, aua. Müssen da mal weg. Komm, 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 komm. Gut, mit dem M4 muss ich mich noch ein bisschen einfahren. Aber wir haben ja mehr als genug Zeit dafür. So, hier. Ziel. Achso. Oh. Oh, Mann. Okay, 5,3 Kilometer. Ging schnell. Und wieder ein Sieg, Boss. Da kommen noch viele weitere, hoffe ich doch. Ein weiterer Sieg. Und wieder ein Sieg. Ja, das ist doch logisch, oder? So, wie viele Fans kriegen wir durch diesen Sieg? Ah, nee, zuerst, da, die CRs, Das ist das, was ich meinte. Dann jetzt wahrscheinlich EP, um XP und ein EP. Na gut, was soll ich sagen? Na, also EP. Und jetzt halt die Fans. Drohne? Drohne? Da ist eine Drohne gewesen. Boah, könnte das heißen? Ich bin Ihre automatische, natürliche Navigationsassistentin, kurz Anna. Ah. Das Horizon Technik Team in Cambridge hat mich in diversen Bereichen verbessert. Ich werde Ihnen während Ihres Aufenthalts in Australien Ziele vorschlagen und Ihnen bei der Orientierung helfen. Darf ich Ihnen eine Route zu Ihrer nächsten Fahrt berechnen? Ja, kannst machen. Klasse. Falls Sie mich nochmal brauchen, drücken Sie einfach das Steuerkreuz nach unten. Jojo, mach mal, jetzt will ich aber erstmal schauen. Drohnenmodus. Boah, das ist die Drohnenkamera. Sie ermöglicht dir eine völlig neue Sicht auf das Horizon Festival. Okay, das ist cool. Ist das das Maximum an Höhe? Boah, ist das langweilig. Oder? Ist doch cool. Achso, hier. Verfolgen! Verfolgen! Und wo fährst du lang? Da fährst du lang. Okay, das ist schon lustig, muss man schon sagen. Wenn man sich ein bisschen, wenn er ein bisschen Gefühl dafür hat. Okay, das ist schon cool. Hey, Tiere! Tiere! Oh, XP dafür. Hoffentlich war das kein Versehen. Diese Bonustafeln sind überall beim Horizon Australia versteckt. Du bekommst eine Belohnung, wenn du sie zerstörst. In diesem Fall war das ein EP-Boost. In 100 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ach du Scheiße. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ja, ich weiß, dass ich falsch schon fahre. Jetzt ein M4. Komm. Ja, Landschaftsbauer. Komm. Das ist ein Gefahrenschild. Unsere Scouts haben diese Gefahrenzonen ausgeschildert und abgesperrt. Zu deiner eigenen Sicherheit. Aber die besten und verrücktesten Stuntsprünge findet man meistens ab vom Kurs, wie es dir lieber ist. Okay, das ist cool. Alles noch heil, Boss? Ausgezeichnet. Da standen die voll drauf. Ich lasse die Scouts wissen, dass sie noch mehr suchen sollen. In der Zwischenzeit führe ich mal ein sehr lebhaftes Telefonat mit unserer Versicherung. Da bin ich rausgekommen. Ach du Scheiße. Na gut, M4 Steuerungstick. Eule. Habe ich denn eine Beule? Eine Beule? Hallo Markus. Also eine Beule. Das hier ist ein Rundstreckenrennen. Die Strecke ist asphaltiert, die Rundenzahl festgelegt. Ganz unkompliziert. Für mich ist schon das Simpelste kompliziert, wenn es in manchen Bereichen geht.
Landzunge-Rundstrecke. Und diese Zunge? Die Fans stehen auf Fanrecht und Fähigkeitsketten. Sie wollen schließlich nicht nur, dass du gewinnst, wenn sie das Ziel haben. Okay, dann starten wir mal das Rennen. Na, gut. Ach doch, es gibt ganz leicht zu einer Sounds. Ach du Scheiße. Die Kurve habe ich jetzt nicht kommen sehen. Dankeschön, dass du da bist. Dankeschön, dass du da stehst. Vielen Dank. Es regnet. Ach du Scheiße. Sind wir in Deutschland? Statt in Australien. Obwohl aktuell ist es ja wettertechnisch nicht so ganz auf Regen ausgedacht. So, Ideallinie ist bei mir nicht ganz so hundertprozentig ein. Ach. Ups! Das war jetzt halt ganz blöd. Überdreht. Nein, nicht so weit raus. Nicht so weit raus, nicht so weit raus. Der Regen ist leicht nervig. Aber auch schön. Vor allem, weil noch die Sonne scheint. Ey, ich will einen Regenbogen. Gib mir meinen Rücken. Ja gut, das war's. Ich glaube, das war jetzt meine Tötung. Oder auch nicht. Huh. Nein, nicht fliegen. Nicht fliegen. Auch nicht abheben. Ja, die Kurve war falsch. Wieso? Ne. Das gibt's nicht. Komm auf den letzten Meter. Komm. Ja. Huhuhu. Komm, wie knapp war's? Ach du Scheiße, das waren ja... Na ja, gut, bisschen knapp. 30 Hundertstel. Oder 300stel, oder... 30.000stel, besser gesagt. Oh, ja, wir haben leichte Schäden davongetragen. Na? Durch den Gewinn von Sternen in PR-Stunts erhalten Sie neue Fans. Ich lege eine Route zum nächsten PR-Stunt fest. In 400 Metern rechts abbiegen. Nix. Rechts abbiegen. Jetzt führt die mich durchs Gelände. Mit einem M4.
hinein, durch die Tür, durch die Tür. Soll ich jetzt driften oder was? Nächster. Hui! Das ist viel lustiger. Blöde, stumpfe, geradeausfahrerei. Kurvenfahrerei. Links, rechts, nervt noch. Springen muss man. Hui! Links abbiegen. So. Das sind Driftzonen. Geh scharf in die Kurve und zieh die Handbremse, um so weit wie möglich zwischen den Farben zu driften. Ach so, okay, ja. Driftzonen, okay, jetzt gab's letztes Mal nicht. Letztes Mal gab's ja Tempozonen. Aber Driftzonen sind mir jetzt halt nicht ganz so bekannt. Oh, ja. Und es ist auch nicht ganz so angenehm. Vor allem, wenn so viele Fahrzeuge hier sind. Da kann ich ja gar nicht driften mehr. Das ist dann leicht schwer. So, nochmal ein paar Punkte absnacken. So. 13.000. Neue PP. Das war meine Idee. Horizon-Fans sind nicht gerade Freunde der Kontrolle. Je größer der Stunt, desto besser. Vielleicht kannst du aus einem Stern zwei machen. Für das Abschließen von Löffellisten-Herausforderungen erhalten sie viele Fans. Ich lege eine Route zur nächsten Herausforderung fest. Ja, ja, tu es mal. Folg mal einfach. Hui! Was? Nein. Ups, falsche Taste. Gut, was müssen wir machen? Mit der Horizon Löffelliste hauen wir so richtig auf den Putz. Stell dir vor, es sei dein letzter Tag auf Erden. Welches Auto würdest du fahren? Welche Rennen? Und dann steig in dein Auto und tu es einfach. Nichts zu danken. Ach, da lang. Ups. Wir haben jetzt 4 Minuten Zeit, eine Strecke von, das ist zu blau, ich kann es nicht erkennen. Ups, sollte auch auf die Straße schauen, denn dann würde ich wissen, dass ich falsch fahre. Ist aber keine Rennstrecke. Fahren wir einfach ein bisschen rum. Fahren wir einfach ein bisschen rum. So, Abkürzungen gehen immer. Der Strecke alle. Ach so, war gewollt. Hilfe! Ja genau, und der Baum ist ausgerechnet nicht durchfahrbar. Wasser! Bremst ein bisschen. Naja. Wir haben ja Zeit, Hammer. Komm, hier lang. So, die Hälfte der Zeit haben wir fast schon. Hoffen wir einfach, dass wir es schaffen. Trotz den anfänglichen Schwierigkeiten. Auf jeden Fall muss ich ein bisschen mehr Horizon 2 spielen, bevor ich mit Horizon 3 starte. Aber ich hoffe einfach, dass die Steuerung gleich blieb. Großen. Ach so! Oh. Ach so, das sind Elektro-Sounds. Ja, gut, dann kann ich verstehen, warum das jetzt halt ganz schlecht war. Nein, fahr gerade.
fahren. Ich kürze nicht ab, nein. Ich nehme nur die bessere und schnellere Route. Wow, voll geiler Kontrast. Lauter Bäume und auf einmal da diese komische Hochspann-Dinger. So, jetzt haben wir eine Minute nur noch. Ich hoffe, dass es jetzt gleich das Ziel ist. Ja, da ist es gleich. Au! Fantastisch. Sag mal, ein Ziel erreicht. Wir müssen wahre Wunder für unsere PR und Fans zahlen. Und bestimmt auch für die Seele. Okay. Leute, ich steck fest. Ich hab's tatsächlich geschafft, feststecken zu bleiben. In Byron Bay wird es so langsam eng. Von überall her kommen die Menschen angeströmt, um am Horizon teilzunehmen. Wir haben sogar Gäste aus Übersee. Oh. Und trotzdem nur 21.000. Das sehe ich aber nicht ein. So, was soll man hin? Festivalgelände aussuchen. Ich habe da schon ein paar Kandidaten markiert. Surfers Paradise. Wolkenkratzer und Rennen in engen Straßen und Gassen. Die Wellen sind offenbar auch ganz ansehnlich. Oder das Outback. Roter Sand, blauer Himmel, perfektes Offroad-Gelände und Schlangen, die dich umbringen, wenn du für einen kurzen Moment abbremst. Stadt oder Outback? Outback. Sieh dir doch mal die neue Festival-Location an. Aber keine Eile. Das ist Australien. Das Outback geht so schnell nirgendwo hin. 30%, also 70% wollen die Stadt. Gut, so, wo ist unser Festival? Da hinten im Outback. So, ich schätze mal, dass wir da aber noch nicht hinkommen. Ein Festival in ganz Australien auszubreiten? Immer fortsetzen. Das hier ist Horizon Online. Horizon Online, oh. Gut, das ist jetzt also für mich weniger interessant. Fahr stylisch, fahr eindrucksvoll. Du gewinnst genauso viele EP wie der Typ, der am Ende vorne liegt. Es gibt drei verschiedene Spielarten. Beim Online-Abenteuer schicken wir dich zu tollen Veranstaltungen im ganzen Land. Du kannst mit deinen Freunden sofort loslegen und musst dabei lediglich fahren. Bei der Online-Freifahrt kannst du dein eigenes Abenteuer wählen. Wir lassen dich mit deinen Freunden die weite Landschaft frei erkunden. Holt ein paar Wagen aus der Garage, tretet bei Veranstaltungen an, hakt die Löffelliste ab oder fahrt dem Sonnenuntergang entgegen. Erstmals kann auch die Horizon-Kampagne im Koop gespielt werden. Sorge mit deinen Freunden dafür, dass Horizon Australia das beste Horizon aller Zeiten wird. Sämtliche Errungenschaften im Koop zählen auch für deine Solo-Kampagne, also sei bloß nicht schüchtern. Oh, Alter, okay, das sah ja schon mal ganz gut aus. Alter, komm runter. Nein. Anna? Route berechnen, wir brauchen Fans. Das Abschließen von PR-Stunts bringt Junge. Ich lege eine Route zum nächsten PR-Stunt fest. Ja, ich will aber nicht. Ach so, wieder Drift. Hoffen wir mal, dass dieses Driften jetzt besser läuft. Gut. Na. Nur nicht gut Tempo drauf. Aua. Hey, Moment, das haben wir doch schon. Sie haben ihr Ziel erreicht. Neue Bestleistung. Neue PP. B.
besten 75%. Wow! Es gibt ja auch schon so viele Leute, die jetzt gespielt haben. So, hey, was ist das? Okay, aber ich will mal sagen, dass wir damit schon einen großen Teil durchgespielt haben von der Demo. Online kann ich jetzt leider nicht zeigen, zumindest habe ich keine Lust dazu. Ich überlege mir, ob ich ein Let's Play über Forza Horizon 3 mache, was am 27. September dieses Jahres rauskommt. Ich freue mich drauf. Aber wir fahren jetzt nochmal zum Festivalgelände. Ich will nämlich wissen, wie das aussieht. Weil ich kenne bisher nur das aus Teil 2. Also Forza Horizon 2. Ach komm! Das Baum. Luftballons waren schon Luftballons. Als Luftballons waren schon letztes Mal dabei. Können wir wahrscheinlich noch nicht betreten. Sie haben ihr Ziel erreicht. Geht nicht. Schade, schade, können wir noch nicht betreten. Wobei Forza Horizon 100% zu schaffen ist natürlich auch so eine richtige Plage. Allein schon Singleplayer 100% ist wahrscheinlich schon eine Riesenaufgabe. Also das Festivalgelände sieht ungefähr genauso. Es gibt Schadensmodelle! Yay! Die gab es im letzten Teil nicht. Gut, aber ich würde damit sagen, das ist das für jetzt erstmal reicht. 50 Minuten, na, nicht ganz. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns vielleicht bei Forza oder bei einem anderen Video. Tschüss, euer Jan.